So, hallo. Wir machen weiter. Nach einer gerade sehr, sehr, sehr hetzigen Aufnahme von Isaac Repentance mit Tainted Keeper. Das war Psychoterror vom Feinsten. Schnell Geld sammeln, zu wenig Geld. Nein, da liegt eine 20er Münze und die kriegst du nicht. Und oh mein Gott. Das ist crazy. Das ist richtig crazy. Ich möchte mir direkt den nächsten anschauen, denn ich möchte mich nicht mit Tainted Keeper hier jetzt lange aufhalten. Tainted Keeper stelle ich mir aber wirklich cool vor im Hauptmodus. Weil da ist jetzt so kleinere Räume, da kommst du schnell an das Geld dran. Das könnte ich mir cool vorstellen. Wir gehen weiter und gucken uns Apollyon an, der Abyss als Fähigkeit hat. Was immer das sein mag. Der normale Apollyon hat ja als Fähigkeit, hier, sag schnell. Dieses Item absorbieren Gedingse. Wir gucken mal, was bei ihm passiert. Bin gespannt. Okay, das ist so eine Fähigkeit da unten. Yo, das sieht richtig weird aus. Und hat so eine rote Fliege um sich rum. Die schickt er mit weg, okay. Okay. Sieht am Anfang jetzt erstmal nach einem relativ normalen Charakter aus. Er kann auch Items einsammeln. Das ist doch schon mal was. So, was macht Abyss? Wann setze ich Abyss ein, um zu testen, was es macht? Wir gucken erstmal, was wir hier jetzt am Anfang bekommen. Okay. Probiert's einfach mal Abyss und gucken, ob hier irgendwas passiert. Gut. Effektiv ist nichts passiert, aber man weiß halt auch nicht, was passieren soll. Ob es was mit Items zu tun hat oder mit Gegnern oder. Jetzt gibt es wieder 4 Räume, bis sich Abyss auflädt. Und dann können wir mal gucken, was ist gut. Gab ja auch leider diesmal keine Umschreibung. Meistens werden da so die Fähigkeiten ein bisschen umschrieben. Man kann sich so ein bisschen herleiten, was es ist, aber Abyss ist halt einfach Abyss. Abyss! Ja. Okay, ich glaube, ich werde mal Abyss einsetzen, wenn ich vor einem Item stehe. Weil der andere Effekt von Apollyon hat ja damit zu tun, mit Item-Sockeln. So, ne? Die konnte dann zum Beispiel aufsaugen. Und dann da sich die Fähigkeiten einverleiben von dem Baseball-Item und so weiter und so fort. Mal gucken, ob das sowas ähnliches ist. Aber im Moment, ich warte gerade die ganze Zeit darauf, dass mir Gegner Münzen droppen. Aber das war ja, das war einmal. Ach so, und ich kann auch nicht durch Münzen meine Energie aufladen. Ach scheiße, ich bin ja gleich tot. Es ist so komisch, wenn man erst jemanden völlig anderen spielt, der einen komplett anderen Modus hat. Und dann spielt man wieder normal. Und dann denkt man so, okay, du sammelst eine Münze ein und du wirst geheilt. Ja, ist nicht. Abyss! Okay, Abyss hat nichts getan. Nee, also Abyss scheint im Kampf nichts zu bringen. Oder ich setze es einfach nicht richtig ein. Also das kann natürlich auch sein. Aber man weiß es nicht so genau. Mit der roten Fliege scheint es aber auch nichts zu tun haben. Die ist einfach zusätzlich da als Unterstützung scheinbar. Aber jetzt kann ich ja auch wieder den Schlüssel kaufen, um das Item aus dem Itemraum zu holen. Das geht ja wieder. Oh mein goodness. Oh my goodness. Ich kaufe jetzt für 3 Münzen das Herz. Ist mir gerade so egal. Oh my goodness. Das ist jetzt natürlich... Ne?
Da ist mir jetzt auch ganz egal, was Abyss macht. Ich möchte bitte diesen Laser in diesem Rand behalten. Ich glaube, ich drücke einfach gar nicht mehr Q für den Fall, dass dann kann ich mir auch nichts kaputt machen. Der Run ist ja schon mit Laser genial genug. Jetzt noch schönen Damage drauf. Will ein bisschen Ziel suchen und so. Dann ist das insane. Wir müssen im Engelraum, unbedingt Sacred Heart bekommen für den Laser. Das wäre super. Aber dafür müssen wir erstmal bis zum Engelraum kommen. Also wie fällt der aus? Wie kaputt? Wie kaputt, Dude? So, ich hol mir nochmal ein Herz, weil es mir zu kritisch ist. Bin ganz ehrlich, es ist mir zu kritisch. Ja, weil das hier, ich glaube, das hätte ich mit einem Herzen nicht überstanden. Wahrscheinlich überstehe ich das nicht mal mit zwei Herzen. Siehst du, jetzt wäre ich tot. Weil der blöde, unsichtbare Drecksack killt mich einfach instant. Geh weg! Geh weg, ich hasse dich! Boah! Okay, der kann zum Glück kein Brimstone. Es ist fast schlau, wenn ich einfach ein bisschen weiter weggehe und warte, bis er kaputt geht. Von da oben kann er mich nicht abschießen. Und seine dummen kleinen Spinnen kriege ich auch so weg. Ja, der hat nämlich schon ordentliche Reichweite. Aber wo ist er gerade? Ich kann immer versuchen, ihm so ein bisschen zu folgen. Wenn er jetzt hierher kommt, dann kann ich ihm jetzt hier hinterherlaufen. Jawohl. Ich riskiere hier nichts mehr. Wir brauchen dringend HP ab und so Zeug für ihn. Also ich werde auf jeden Fall im nächsten Raum, wenn mal ein nutzloses Item oder so rumliegt, dann werde ich mal Abyss einsetzen und gucken, ob das irgendwas mit den Items macht. Das ist klar. Ne? Ich werde schon versuchen, das zu testen. Weil ich möchte jetzt hier ungern gute Items, die ich normalerweise eingesammelt hätte, an denen möchte ich Abyss nicht testen. Ja, der Damage ist natürlich noch nicht so nice. Wir haben sie auch gerade erst bekommen am Anfang. Da ist klar, dass an Technology noch nicht so ganz alles ausgereift ist. Das muss erst noch den technischen Fortschritt erleben. So, tschüss. Huh! Okay. Na gut, jetzt kaufe ich vielleicht kein Herz. Das ist dumm, weil... Nachher ist unten was Besseres. Ich möchte jetzt nicht hier drauf gehen, in dem Raum. Das ist natürlich super dämlich. Okay, alles gut. Na, nachher liegt jetzt hier ein HP ab und so, dann hätte ich kein Herz kaufen brauchen. Oh, ja, wir werden nicht erfahren, was hier rumliegt. Bedeutet aber auch, ich kann jetzt hier noch nicht mein Abyss nutzen. HP ab! Sehr gut. Sehr gut. Gibt günstiger Schlüssel. Kaufen wir gleich zwei. Weil Items werde ich hier eh nicht kaufen. Ich hole mir noch das Item hier ab, was immer es ist. Outbreak ist auch cool. Und die anderen Items da oben, die müssen wir jetzt leider liegen lassen, weil bevor ich da einen Blödsinn kaufe, kaufe ich lieber einfach noch einen Schlüssel. So. Okay.
Der Damage ist halt noch nicht so geil, aber wir haben zumindest jetzt immerhin schon mal 3 Herzen. Die wir jetzt halt nach Möglichkeit nicht so schnell verlieren sollten. Weil ich habe nichts zum Aufladen. Die dürfen mich auf keinen Fall treffen. Du auch nicht! Scheiße! Aber Abyss scheint mir halt hier noch keine... Ich weiß nicht, was Abyss kann. Das scheint mir hier noch keine große Hilfe zu sein. Ich habe keine Ahnung, was es tut. Ich weiß auch nicht, ob wir es in dem Part rausfinden werden. Ich habe das Gefühl, nein. Also zumindest nicht auf der Ebene. Wir werden es zumindest nicht auf der Ebene rausfinden, sagen wir es so. Aber ich werde es jetzt mal aufladen lassen. Falls im Engelraum tatsächlich dann Schmutz sein sollte, werden wir es ja da mal ausprobieren, ob es da irgendwas macht. Weil das dann ja eigentlich auch einsammelbare Items sind, ne? So, wir sind schon in der letzten Phase, das ist sehr gut. Ich habe allerdings viel zu viel an Herzen verloren. Ich muss wieder Herzen nachkaufen. Das ist sehr schlecht. Okay. So. Oh. Den habe ich gar nicht gesehen. Ja, komm. Gib mir ein HP ab. So was brauche ich ganz dringend. Ja, okay. Danke für den Kompass. I guess. Wisst ihr was? Wir haben nichts zu verlieren. Na, ist doch okay. Mit Glück bringt mir das jetzt am Ende sogar noch mehr Münzen. Dann halt nicht. Nö. Aber vielleicht finden wir wohl einen blauen Stein. Dann könnten wir den ausnutzen. Jetzt sind die ja wieder sinnvoll, blaue Steine. Gerade eben waren sie halt nicht sinnvoll. Ich habe ein bisschen Angst, dass die zu mir kommen. Sehr nice. Und man die einfach selbst erledigt. Das ist sehr praktisch. So, und du machst jetzt auch vom Acker. Das war doch mal ein schöner Kampf. Ich habe gar nichts gemacht und es hat sich von selbst alles erledigt. Das war doch ein schöner Kampf. So stelle ich mir das vor. So, und jetzt der Kampf um den Engelraum. Ah ja, und ich muss drauf... Und ich muss drauf achten. Habt ihr mich auch darauf aufmerksam gemacht, dass ja der eine Monstro gar nicht springen kann. Der Champion Monstro. Oh mein Gott! Der Champion Monstro. Da muss ich ein bisschen besser drauf achten. Das ist vollkommen wahr. Mir wäre es ganz recht, wenn der es jetzt erstmal vom Acker macht. Weil wenn der weg ist, bin ich happy. Dann sind nämlich auch die Viecher weg, die da rumfliegen. Ah, Mann! Ey! Wie viel Energie hast du noch, du Scheiß, die Vieh? Das gibt's doch nicht. Kommt, das ist jetzt nicht wahr. Okay.
Monstro noch. Bleib da unten. Bleib da unten. Verpiss dich. Okay. Jedes einzelne Herz, das wir gekauft haben, war wichtig. Eieiei. Ach ja. Komm, wir probieren Abyss. Was soll's? Was tut Abyss? Ah ja. Da habe ich eine zweite von diesen Fliegen. Das war jetzt wahrscheinlich nicht so klug. Also es hat tatsächlich irgendwas mit den Items zu tun. Macht's aus einem Item eine zweite Fliege oder so und kann man dann mehr Fliegen bekommen? Ist es so ein Ding? Jedes Item eine weitere Fliege? I don't know. So. In dem Fall nehme ich es mit, weil... Ne? Warum nicht? Okay, dann können wir auch wieder in den Stachelraum gehen. Ja, naja, warum nicht, ne? Kann man machen. Kann man mal machen. So, was wir hier kaufen wollen, ist eigentlich vielleicht das da. Das wäre vielleicht, ne, das Bag of Goodies ist gar nicht so verkehrt. Habe ich jetzt auch irgendwie Stat-Ups bekommen, als der da, oder hat er nur eine zweite Fliege mir erschaffen? Ich habe nicht aufgepasst. Ich meine, es sind ja Angriffsfliegen auch, also die sind sicherlich nicht schlecht. Aber verglichen, was da halt hätte liegen können, war das sicherlich kein guter Deal. Aber ich muss es ja probieren. Ich habe übrigens gerade echt ein fettes Problem, weil der Damage ist richtig kacke, den wir machen. Ich habe über... Okay. Da kommt der Enk. Ich habe überhaupt nicht gesehen, was da los war jetzt. Ne? Ich hab's überhaupt nicht gesehen. Aber ich bin jetzt nicht mehr Dings, ne? Ich bin jetzt Blue Baby geworden. Das ist natürlich auch irgendwie Quatsch. Will ich jetzt eigentlich schon gar nicht weiterspielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich will ja mit Dings abschließen, nicht mit Blue Baby. Ey, komm. Dann können wir jetzt mal gucken, wenn hier unbrauchbare Items rumliegen. Ja, das würde ich durchaus als unbrauchbar... Ach komm, jetzt hat er mir hier die Kacke weggenommen. Ich hasse diese Dinger, ne? Okay, das ist nicht unbrauchbar. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Cool. Sehr cool. Ja, ihr habt natürlich vollkommen recht. Warum nutzt du Herzen nicht, die rumliegen? Ich nutze Herzen, die rumliegen. Ach komm, ey. Ich hasse sowas. Na gut, jetzt muss ich nochmal kämpfen. Oh je. Aber jedes unbrauchbare Item verwandelt wieder in, also in eine weitere Fliege. Okay. Das wird sicherlich ganz cool, wenn wir mehrere von denen haben. Also das kann ich mir schon ganz cool vorstellen. Aber das sollte man halt wirklich nur mit unbrauchbaren Items machen. So HP-Ups, die werden wir auf jeden Fall behalten. Cool. Und wahrscheinlich passiert es dann bei normalen Items. Und bei so... Space-Items, vielleicht ist da auch wieder was anderes. War ja bei Dings auch so, beim normalen Apollon. Oder Apollyon, oder wie er heißt.
Ich habe das immer noch so drin. Ich hasse dieses Champion. Ich hasse diese Champion. Ich hasse alles. Ja, komm. Okay, es hat an den Stats gar nichts geändert und ich habe jetzt halt eine zweite Fliege. I see. Na komm, wir gucken gleich mal hier rein. Okay. Wo ist er denn? Nice. Ah, dann ist er im Geheimraum oder da unten. Schade, kommen wir noch nicht ran. Keine Chance. Also das stelle ich mir schon ganz cool vor, wenn man wirklich viele von denen hat. Dass man dann so eine ganze Fliegenarmee um sich rum hat. Keine Ahnung. Könnte was werden. Weiß es nicht. Wir werden sehen. Aber das nächste, was ich testen muss, ist, was es bei Space-By-Items macht. Ob es da auch einfach genauso eine Fliege draus wird oder ob man dann zusätzlich den Effekt vom Space-By-Items sich einverleibt. So sind die Fliegen jetzt schon eine gute Hilfe. Die räumen schon gut auf mit. Kann man nicht meckern. Da kann man echt nicht meckern. Ist jetzt noch nicht so der Mega-Effekt. Also ich bin sicher, irgendwas fehlt mir noch, um das vollständig zu verstehen, was der Effekt macht. Aber vielleicht ist es das auch schon. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass es das schon ist. Aber es ist auf jeden Fall so, wie es jetzt ist, schon nichts Verkehrtes. Ah! Ach, pff. Erstmal Münzen sammeln, um Energie aufzuladen. Ne? Man kennt's. Wir spielen nicht mehr Keeper, Conan. Wir spielen nicht mehr Keeper. Also ich hoffe jetzt fast sogar, dass in dem Itemraum einfach ein unbrauchbarer... ein unbrauchbares Space-By-Item ist, dass ich damit ein bisschen rumtesten kann, weil Dings ist jetzt ja wieder aufgeladen. Oh, ja, jetzt müssen wir erstmal das hier kaufen. Habe ich gar nicht gesehen, dass hier eine... oh Gott, da ist eine 7er Reihe! Let's go! Ja, okay, das ist kein... Nein, jetzt kann ich es nicht nutzen! Aber den würde ich sowieso... Nein, den wollen wir im Raum rumfliegen lassen. Auf jeden Fall wollen wir den im Raum rumfliegen lassen. Ich wäre ja dumm, den nicht einzusetzen. Ich wäre ja richtig dumm, den nicht einzusetzen. Okay, wir müssen unbedingt noch Geld sammeln. Wir müssen unbedingt noch Geld zusammenbekommen. Aber wir bekommen auch Geld noch zusammen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Okay. Sehr schön. Die Fliegen machen halt schon auch nicht schlecht Damage. Und wenn man davon mehrere hat... Wie gesagt, ich kann mir das schon gut vorstellen. So, und wir kriegen genug Geld tatsächlich zusammen für die Leber. Das ist sehr gut. Denn viele Herzen haben bedeutet ja auch, dass man durchaus mal öfter den Stachelraum besuchen kann. Das, den
Curse Room. Und da mal reinglupschen kann. Und viele Herzen haben bedeutet auch, dass man mal eher riskieren kann, den Satan-Deal mitzumachen. So, jetzt kaufen wir das erstmal. Ich weiß jetzt schon, dass ich mich ärgere, was auch immer da drunter sein wird. Dass ich es nicht mehr kaufen kann. Na, okay, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Box ist cool, keine Frage. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, oh nein, das hätte ich unbedingt kaufen wollen. Also ich hätte schon gerne kaufen wollen, ne? Aber halt nicht so gerne. Der muss schnell weg. Ich bin viel zu langsam. Ich bin viel zu langsam. Der macht richtig Probleme. Last muss ganz schnell einen Abflug machen. Die roten Fliegen sind zu langsam für Last. Das ist kacke. Okay, Last hat einen Abflug gemacht. Aber ich glaube, das lag an ihm jetzt, ne? Ich glaube, er ist da reingerattert. Was sehr gut ist. So, aber dann muss unten der Geheimraum sein. Bisher hat man ihn nicht gefunden. Dann muss er hier sein. Jawohl. Sehr schön. So. Was haben wir denn hier Hübsches? Nice! Perfekt, dann sind die Schlüssel für die nächsten Ebenen schon mal geklärt. Wunderbärchen. So, jetzt bitte ein unbrauchbares Item. Nee, das ist nicht unbrauchbar. I'm sorry. Und diesmal werde ich den Tipp beherzigen und in den Stachelraum gehen. Und wieder rausgehen. Das HP abholen. So. Das ist auch kein schlechtes Item. Das hätte ich gerne. Das ist auch kein schlechtes Item. Das hätte ich auch gerne. Oh, jetzt holen wir uns aber erstmal. Können wir uns das? Ja, wir haben eigentlich genug. Ja, doch. Ich denke, wir haben genug Herzen, um hier durchzukommen. Ach, geh rein. Ja, das ging fix. Ja, das ging ja richtig fix. Noch bedienst du dich bitte nicht, Kollege. Noch bedienst du dich nicht. Du bekommst deine Gelegenheit. Glaub's mir, du bekommst deine Gelegenheit. So, jetzt bestes Trinket für den Greed Mode. Und jetzt hoffen wir, dass wir hier gut durchkommen. Und diesmal natürlich kein Dings in Dings einsetzen. Ah, ich habe I Can See Forever noch nicht eingesetzt. Moment, mache ich gleich. So. Scheiße. Sehr gut. Da hat der Magnetizing-Effekt sich ausgelöst. Die schön zusammengeklebt. Das ist sehr wichtig. Ah, das läuft ganz gut. Das gefällt mir. Deswegen war das ein Item, was ich schon haben wollte. Also schon haben wollte und nicht einfach nur abgebe. Weil der Magneteffekt, der ist schon ganz lustig. Sieht zwar auch die Münzen an, aber es ist ja egal. Die verschwinden dadurch ja nicht. Aber mit welchem Gegner ist denn dieses Steinding noch zusammen? Mit dem da, oder? Der muss weg. Kann da mal der Pieper da durchwuseln? Der ist immer noch nicht weg. Oh mein Gott, regt er mich auf. Ach komm. Das war kritisch.
Aber wir sind schon am Ende. Wir sind schon mal am Ende angekommen. Ja, nice. Macht da drüben mal jetzt, macht einer da drüben bumm und dann ist alles cool. Nice. Genau so. Genau so. Okay, kaufen wir erstmal ein. Technology Zero. Und soll ich die Herzen aufladen? Ich denke schon. Ich würde zur Sicherheit halber mal die Herzen aufladen. Ich würde das sicherheitshalber mal die Herzen aufladen. Bevor es schief geht. Meine Bombe kann ich leider gerade nicht kaufen. Nee, bevor es schief geht, laden wir die Herzen auf. Ist jetzt sehr geil mit Technology Zero, ne? Die Kombination. Die Fliegen sind nämlich damit verbunden. Sehe ich das richtig? Ja, das ist perfekt. Wenn wir noch mehr Fliegen bekommen, dann werden noch mehr Fliegen damit verbunden. Also das ist schon cool. Ah, nein! Anni! Hasse das, wenn ich getroffen werde. Unnötig vor allem. Ja, aber erst die Fliegen losschicken und dann da Elektro draufhauen, das ist schon cool. Das hat was. Also ich glaube, da war Technology Zero schon eine sinnvolle Geschichte. Allerdings viel zu schlecht. Das ist ein bisschen kritisch. So, wo ist der Geheimraum? Hier nicht. Hier nicht. Dann ist er unten. Okay. Dann ist er unten. Ich würde sagen, den Kampf schaffen wir. Was immer kommt, den Kampf sollten wir hinkriegen. Ja, easy. Mir gar keine Sorgen. Aber ihr könnt gerne mal hier die Pilze angreifen, Kollegen. Danke. Den hier auch noch. Danke. Und dann den hier noch. Danke. Leider nichts bekommen. Aber ist okay. Da brauchen wir einen Abflug. So, Engelraum. Let's go. Okay, ja, ich denke, da ist das Prisma am besten, oder? Würde ich schon sagen. Alles jetzt nicht so geil. Alles nicht so geil. Aber das Prisma ist okay. Geht da die Fliegen auch? Ah, das macht sogar... Ah, wegen Technology Zero macht es nochmal einen Zusatzeffekt. Das ist ganz cool. Okay, ich habe nichts gesagt. Das ist sogar ziemlich cool. Gut, gut, gut. Dann kann ich hier nichts weiter tun. Hier haben wir auch alles abgefrühstückt. Geheimraum noch unten mitnehmen. Und hoffen, dass was Brauchbares drin ist. Keine Bomben. Kann ich das Ding absorbieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Probier ich gar nicht. Ach komm, ich probier's aus. Nee, ich probier's nicht aus. Das ist Schwachsinn. Ich will lieber für das nächste Schwachsinns-Item dann auch wirklich das aufgeladen haben. Das ist leider auch kein Schwachsinns-Item. Was heißt leider, ne? Das nehme ich natürlich mit. Ist klar. Das ist jetzt ein Spacebar-Item. Jetzt kann man es ausprobieren. Okay, ich habe eine dritte Fliege. Und jetzt wäre es halt interessant zu wissen, ob jetzt die Fliege so diesen Spacebar-Effekt angenommen hat. Sowas könnte ich mir halt vorstellen. Ich weiß, dass da meine Fantasie ein bisschen mit mir durchgeht.
Aber es wäre cool. Ja, perfekt. Ich wollte gerade sagen, jetzt noch eine Münze bekommen wäre super. Dann könnten wir direkt uns das Ding hier holen. Oh, noch ein Tiersub dahinter gleich. Sehr geil. So, jetzt müssen wir aber aufpassen mit der Energie. Ich gehe mit 3 Herzen da rein. Das war vielleicht jetzt ein bisschen risky. War vielleicht jetzt ein bisschen risky, sich nicht vorher aufzuladen. Ich hätte mich vielleicht auch erstmal aufladen sollen, aber das sollten wir hinkriegen. Ich bin eigentlich ganz guter Dinge mit den Kombinationen, die wir jetzt so haben. Oh mein Gott! Gott, war das gerade super schlecht wieder, ne? Muss jetzt böse aufpassen, wo die sind und was die machen und wohin die schießen. Okay, er ist weg, er ist weg, er ist weg. Okay, da sind jetzt ein paar Pins unterwegs noch mit. Wir müssen jetzt gleich die Herzen auffüllen. Ich muss die Herzen kaufen. Ich kann mir nichts anderes leisten gleich. Ich muss jetzt die Herzen kaufen. I'm sorry, ich muss die Herzen gleich kaufen. Nee! Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ach komm, das ist jetzt nicht dein Ernst. Geht's doch nicht ernsthaft hier drauf. Okay, ich gehe nicht drauf. Oh mein Gott. Das, war nicht so gut. Da nur mit 3 Herzen reinzugehen. Das war kritisch. Ich geh jetzt voll. Ist mir egal, ist das Geld weg, aber ich gehe voll. Das war kritisch. Da habe ich mich ganz schön blöd angestellt. Die ersten Hits, ne? Die waren so dumm. Die waren so komplett dumm. Habt ihr das gesehen? Ja, natürlich habt ihr das gesehen. Und ihr habt euch gedacht, was macht der Idiot? Was macht der Idiot, habt ihr euch gedacht? Ich hab's mir auch gedacht. Was macht der Idiot, hab ich mir gedacht. Kannst du bitte gleich mal einen Abflug machen? Wow, der Typ da hinten. Okay, die sind gerade zusammen. Yes! Der hat auf eine andere Art und Weise einen Abflug gemacht. So. Nein! Der darf nicht in mich reinrasseln, der macht doppelten Schaden. Ich muss gleich mal was überprüfen. Ich bin gerade verwirrt. Komm, wieso bin ich denn so dumm? Jetzt geht's los. Oh, komm ran. Nicht so! Oh, die Shit ist ja schnell. Oh, der ist zu schnell. Oh mein Gott. Nee, ich kotz ab. Ich habe schon wieder fast alle Herzen verloren. Das ist doch nicht normal, wie schlecht ich spiele. Mann! Alter! Ich muss schon wieder die Herzen auffüllen. Das hilft nichts. Zumindest mal 2. Ja, es ist kacke jetzt. Aber was soll ich tun? Okay, er ist noch nicht alleine. Da kommt doch irgendwas noch dazu. Ist doch nicht nur er jetzt, oder? Ist nur er? Okay, es ist nur er. Dann aber jetzt wirklich nicht treffen lassen. Wow, das war knapp.
Und komm, Engelraum. Engelraum. Komm, Engelraum. Sei so gut und gib mir den Engelraum. Please. Aber dann werden wir jetzt testen. Fuck. Fuck. Also das Messer lächelt mich halt schon gerade an, ne? Ich wollte gerade sagen, wir werden testen, ob ich hier jetzt... Kann ich trotzdem testen. Ob das andere Item jetzt verschwindet oder nicht. Nein, okay, alles klar. Jetzt habe ich zwar den Effekt von Dings verloren, so ein bisschen. Weiß nicht, ob das jetzt noch auf die Fliegen alleine drauf geht. Aber ich meine, es ist das Messer. So, das ist ein Muss. Das muss man schon kaufen. Okay, wir haben noch ein bisschen Geld, wir können noch hier reingehen. Das ist okay. Das ist auch okay. Das ist sogar sehr wichtig. Wir brauchen dringend ein Speed-Up. Also wir haben dringend eins gebraucht, so rum. Okay. Dann weiter geht's. Doch, das Messer ist grundsätzlich schon eine gute Geschichte. Da kann man eigentlich nichts sagen. Kommt da eigentlich... Ja! Da kommen dann noch mehr Messer raus. Geil. AP ab, sehr weh. Okay, wir gehen erst in den Raum da oben. Ich hab ja gelernt. Cool. Und jetzt holen wir uns das AP ab. Habe gelernt. Das blaue Boom. Lasst mich kurz lesen. Müsste ich ja sofort rauskriegen. Muss ja bei den blauen Items sein. Tierdetonator. Ah! Aber macht es beim Messer überhaupt was? Auch die Fliegen detonaten nicht, ne? Nein. Okay, scheiße. An sich coole Geschichte. Aber es macht halt leider gar nichts. Okay, das hier müssen wir auf jeden Fall holen. Dann kann ich aber das gleich... Dann kann ich das gleich absorbieren, weil es Blödsinn ist. Es war Blödsinn, I'm sorry. Komm, wir riskieren hier mal was. Cool. Das hat sehr viel gebracht. Ja komm, wir holen uns gleich das Item hier. Ich habe genug Münzen, um nachzukaufen. Auch geil. Die setzen wir aber noch nicht sofort ein. Ja, wobei... Ach, du willst mich doch verarschen. Ich meine, ich kriege aber noch mehr Münzen zusammen. Also die Tour of Diamonds ist jetzt zu bald. Ich kriege noch viel mehr Münzen zusammen und dann setzen wir die ein. Die Tour of Diamonds ist jetzt zu bald. Als verarsch mich nicht, Kollege. So, jetzt sicherheitshalber wieder aufladen. Und wenn wir dann das Geld hier zusammen haben, ne, wir kriegen jetzt ja hier mehr Geld zusammen, dann ist die Tour of Diamonds natürlich schon sinnvoll. War jetzt nicht so optimal, gebe ich zu. Kriegen wir hin. So,
Jetzt einfach nicht ständig treffen lassen. Das wäre halt so ein Ding. Vorsichtig. Ah, der muss gleich mal weg. Nein! Alter, in wie viele von den Drecksdingern willst du dich aufsplitten? Ich hasse das. Ich hasse das! Mach dich weg, bevor du hier mehr Ärger machst. Na, aber jetzt habe ich dann gleich von der Tour of Diamonds viel mehr. Seht ihr schon, da kommt viel mehr Geld zusammen. Durch den Counterfeit Penny haben wir ja auch nochmal zusätzlich mehr Effekte. Ah, leck mich doch am Arsch. So. Die Frage ist, soll ich jetzt ein bisschen mehr Geld kriegen wir halt noch. Ich opfere jetzt nochmal 4 Münzen. Für die Aufladung kämpfe erstmal noch den Rest. Gerade bei Bossen sollte das Messer ja noch effektiver sein. Als bei den kleinen Gegnern. Oh mein Gott. Gleich mal weg, Kollege. Ah, geh doch! Mann, diese ganzen Treffer wären so unnötig, wenn ich mich mal besser anstellen würde. So. Jetzt gibt's... Mehr Geld gibt's nicht mehr. Also jetzt kann man die Tour of Diamonds einsetzen. Mehr Geld gibt's nicht mehr. Zack. Dann möchte ich das Geschenk kaufen und das im Satan-Deal einsetzen. Weil wir kriegen auf jeden Fall einen Satan-Deal. Das ist klar. Ne? Kriegen auf jeden Fall einen Satan-Deal. Und ja. Deswegen jetzt einmal Geschenk kaufen und damit in den Satan-Deal gehen. Ansonsten will ich hier gar nichts kaufen. Ansonsten will ich hier gar nichts kaufen. Ich will mit dem Geschenk in den Satan-Deal. Gott. Gut, dass wir nochmal die Herzen nachgekauft haben. Hm. Alter! Komm runter. Wegsvieh. Ah, wenn die Dings jetzt mal rübergehen wird, aber wir haben es gleich weg. Passt. Noch einen blöden Treffer kassiert, aber ist in Ordnung. So, erstmal an die Kiste ran. Hier will ich mir nichts kaufen. Ich kann da alles behalten. Okay. Aber wir kriegen ein schönes... Kann ich ja nicht gleich absorbieren, ne? So. Kein schönes Spacebar-Item. Achso, das wollte ich eigentlich auch absorbieren. Naja, gut, jetzt ist egal. Dann laden wir uns auf, weil hier sind die Herzen günstig. Dann absorbieren wir halt das nicht mehr. Dann kann ich es aber wieder mitnehmen. Weil dann kann ich es beim nächsten Tier-Dings absorbieren. Wenn ich wieder ein Space-Item habe, dann kann ich das auch noch absorbieren. So. Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube schon. Okay. Dann gehen wir weiter. So, was gibt's hier Hübsches? Das werden wir auf jeden Fall absorbieren. Den werde ich auf jeden Fall gleich kaufen. Ja, okay, ich hätte vorher hier rein... Ja, komm, wir haben genug Geld. War wieder blöd. Ich hoffe, es ist es wert, hier reinzugehen. Okay. Achso, waren einfach 3 Fliegen. Sah jetzt anders aus. Ja, okay, komm.
Da ist der Mr. Me. Da sind andere komische. Boah. Muss jetzt eigentlich nicht. Ach so, Schlüssel. Wollte gerade sagen, muss jetzt eigentlich nichts hier weiter sein. Aber noch gar nicht hier reingeguckt. Jo! Wobei, ist das jetzt? Das sind noch die transzendenten Tiers. Aber wenn ich jetzt das Messer habe, hat das überhaupt irgendeinen Effekt? Ich meine, es ist ein krasses Range-Up. Hat das auf mein Messer Effekt? Fliegt es dann weiter? Hab ich... Ist das eines von den Items, die man nachgucken? Nee, okay, kann man nicht nachgucken bei den Effekten. Wir probieren es aus. Wir probieren es aus. Ich habe eh schon das da unten zum Dingsen. Wir probieren es aus. Ob jetzt das Messer weiterfliegt. Doch, doch, oder? Ja, schon, schon. Und ich kann es dann trotzdem auch auf der anderen Seite rauskommen lassen. Das ist schon gar nicht so dumm. Das ist gar nicht so dumm. Okay, let's go, der Hase. Doch, das ist schon cool, wenn es weiterfliegt. Uah! Hasse euch. Ah, diese scheiß Brimstone-Dinger, ne? Diese dreckigen Geister. Diese Dreck... Es sind immer die gleichen Gegner, die einen... lieb haben. Blaues Herz. Schwarzes Herz, aber ist egal. Oh Gott, vorsichtig. Ganz gefährliche Gegner hier. Am Start. Nee, ich habe das nicht gesehen. Oh mein Gott, ich habe die nicht wahrgenommen. Scheiße. So, aber das ist schon die letzte Phase, okay. Mein Gott, ey. Und was ich ständig allem getroffen werde, es ist so schlimm. Also wirklich. So. Ah, so, okay. Erstmal eine Fliege holen. Neue Fliege. Zack. 5 Fliegen. Hui. Sieht schon cool aus. Aber schützen die mich eigentlich auch, wenn die nicht gerade losfliegen? Weiß ich gar nicht, ob die Kontaktschaden machen. Wäre eine coole Geschichte. Ach so, wir könnten natürlich mal gucken, was passiert, wenn ich hier eine Bombe setze. Könnten natürlich am Ende mehr als 5 Münzen rauskommen. Ja, okay. Ich habe eine Münze jetzt mehr gewonnen. Naja. Hier komme ich leider nicht ran. Stimmt, das ist für dich was. Habe ich ganz vergessen, dass du ja auch da bist. So, jetzt laden wir uns zur Sicherheit auf. Ich gehe da voll auf Sicherheit. Ich weiß. Da werden manche wieder meckern, aber ist halt so. Und dann gehen wir hier in den Kampf rein. Das Schöne ist jetzt auch, um die gar nicht so weit zu schicken, das Messer, muss ich es nur ganz kurz drücken. Also ich kann es jetzt eigentlich relativ gut öfter machen. Also der Range-Up war es wirklich wert. Der Range-Up war wirklich gut. Na, ich hasse dich. Komm, mach dich weg. Nein, du sollst du... Drecksvieh. Dummes Ding, ey. So, erstmal wieder warten, bis es hell wird. Okay, es ist wieder hell. Und dann rein. Noch mehr von denen, ich... Komm, mach dich weg. Holy shit! So. Fang gar nicht erst an mit der Scheiße. Mein Gott, okay, da muss jetzt aber echt was Gutes sein, dass ich das kaufe. Oh nö! Ciao!
Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und das hier können wir jetzt nämlich schön zu einer weiteren Fliege verarbeiten. Deswegen habe ich es mitgenommen. Okay, cool. So. Ich könnte mich auch in der nächsten Ebene aufladen. Oder was kommt denn jetzt? Stopp, 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 stopp. Nee, es kommt schon die Chest. Da kriegen wir kein Item mehr. Zusätzlich. Okay. Gucken wir, wie es weitergeht. Ich bin so halb guter Dinge. Ich bin so halb guter Dinge. Ich verliere noch viel zu viel Energie. Viel zu schnell vor allem. So, wenn jetzt im Shop natürlich ein Herz rumliegt, können wir einmal... Okay, es liegt hier direkt ein Herz rum. Dann würde ich sagen, können wir einmal hier reingehen. LOL. Ist es sinnvoll, das jetzt schon zu nutzen? Das ist doch eigentlich... Das lädt mich doch auf. Das ist doch sinnvoll, da reinzugehen, wenn ich mehr Energie verloren habe. Sehe ich doch richtig. Geht's wieder raus. Und nutze das, wenn ich mehr Energie verloren habe. Weil jetzt im Moment kriege ich ja meine Energie vollständig wieder zurück. So, und wenn ich nachher mehr Energie verloren habe, dann kann ich das immer noch nutzen zum Aufladen, anstatt dass ich hier Geld ausgebe. So ein Ding ist das. Und es gibt hier eine... Oh, lol. Chillig. Und es gibt hier eine 7er Reihe. Die werden wir sowas von kaputt kaufen. Geht natürlich jetzt langweilig los mit dem Luckfood, aber was soll's. Ich werde nicht rerollen, weil wenn ich rerolle, ihr wisst Bescheid, was passiert. Ja, okay, aber das Ding ist jetzt halt auch wieder... Das ist jetzt halt hier nicht mehr nützlich. Das ist das Problem. Pandoras Box ist jetzt hier halt nicht mehr nützlich. Aber ich muss es kaufen, weil es ist die 7er Reihe. Ich kann die 7er Reihe nicht unterbrechen. Ich meine, was ich mit Pandoras Box nachher machen kann, ist auf jeden Fall so ein Dings nachher draus zu machen. Das geht auf jeden Fall, das ist klar. Der Radiergummi. Oh, nochmal ein Tour of Diamonds. Okay, dann spielen wir jetzt erstmal. Dann spielen wir jetzt erstmal und setzen die Tour of Diamonds nachher wieder ein. Das ist in Ordnung, damit bin ich einverstanden. Dann kaufe ich mir jetzt aber noch die... Kaufe ich mir die jetzt? Ja, komm, sicher, sicher. Ne? Ach, stimmt, er kann ja hier, richtig, er kann ja hier die Herzen dann verwandeln. Ne, warte mal, warte mal, holt ihr das mal noch nicht? Das kannst du dir nachher holen, falls ich es nicht selber brauchen sollte. Okay. Schnell weg, dass ich die nicht versehentlich einsetze und dann auf geht's. Es wäre halt super cool, wenn wir jetzt noch irgend so ein Batterie-Item bekommen würden, einfach. Mann! Ich renne schon wieder überall rein. Den könnte ich wieder kotzen. Weg mit dir. Warum auch immer du eine Krone auf dem Kopf hast. Ah, scheiße. Ich habe alle zusätzlichen Herzen verloren. Das ist so traurig. Alter, wie viele von den Vieren jetzt rumfliegen, ne? Lol. Okay. Jetzt ist aber Abyss aufgeladen. Das heißt, wir gehen kurz raus. Und hauen das Ding einmal weg. So. Und es müsste eigentlich am Ende mehr Geld dabei rauskommen, wenn ich jetzt eine Bombe hier mir kaufe.
und damit hier zum Beispiel jetzt eine Bombe setze. Ja. Es kommt so schon jetzt mehr Geld bei raus. Und dann durch den... Genau. Durch den Dings-Counterfeit Penny kommt nochmal mehr Geld raus. Das machen wir jetzt mal bei so ein paar von denen. Sehr gut. Und da unten ist noch eine schöne Reihe. Okay. Und vielleicht explodieren ein paar andere noch durch den Kampf, der jetzt kommt. Ach, Daddy Longlegs hätte ich mir vorhin... Oh nein! Das war nicht, was ich wollte. Aber es gibt Schlimmeres. Okay, jetzt nämlich wäre es sogar zu viel, Dings einzusetzen, ne? Two of Diamonds, jetzt wäre es sogar zu viel. Jetzt würden wir über die... Nee, gar nicht wahr. Über die 100 kommen, 2x 49. Ist bekanntlich natürlich über 100. Klar. Nein, jetzt können wir sie einsetzen, jetzt ist sie genau richtig. Two of Diamonds. Manchmal weiß ich auch nicht, was ich denke. Gut, dann einmal zack. Ja, perfektiko. Sehr geil. Sehr geil. Jetzt können wir den nämlich ganz oft... Oh mein Gott, jetzt können wir den ganz oft einsetzen. Das ist ja... Das ist ja... Ich muss nur aufpassen. Mein Gott, ich... Ey, so viele Spacebar-Dinger, ne? Dass ich dann nachher den Krampus-Head nicht liegen lasse. Das wollte ich eigentlich sagen. LOL, PhD hat jetzt einfach Dings gedroppt. Die Blank-Ruhen, okay. Wait, was passiert, wenn ich jetzt Abyss einsetze? Sammelt er die alle ein? Oh mein Gott, das hat ja komplett aufgeräumt. Ja, lol. Das Problem ist halt, ich kriege jetzt kein weiteres Geld mehr, ne? Also ich könnte das Ding jetzt noch kaufen. Ich kaufe das jetzt auch noch. Aber jetzt kann ich halt nichts mehr weiter kaufen. Ist aber in Ordnung. Ist in Ordnung. Braucht es ja auch nicht. Ja, da ist der Geheimraum, okay. Chillig. Weniger chillig. Huch, das hätte fast wehgetan. Aber guckt euch die vielen Fliegen an. Das ist ja voll cool. Hui! Und jetzt lädt sich das ja durch Angriff auf. Das ist das Beste überhaupt. Ich kann jetzt die ganze Zeit Krampus-Head einsetzen gegen Dings. Ich kann dem jetzt die ganze Zeit Krampus-Head ins Gesicht drücken. Das ist großartig. Wir kriegen noch ein schwarzes Herz vorher. Ist okay. Hm, das Messer kaufe ich jetzt nicht noch. Nee. Wir opfern jetzt noch unser schwarzes Herz für das Bett. Kriegen dann, glaube ich, am Ende noch ein paar mehr Herzen dazu. Ich habe was freigeschaltet. Okay, wir haben nicht mehr Herzen dazu bekommen. Irgendwann habe ich mal mehr Herzen dazu bekommen. Aber okay, ist in Ordnung. Ist irgendwie nicht so, wie ich mir das gedacht habe, aber es ist okay. Ja, ich würde sagen, wir hauen ab. Ich bin zufrieden.
Kann das jetzt schief gehen? Ich weiß es nicht. Weiß es echt nicht. Ich bin sehr, sehr skeptisch. Bin sehr skeptisch. Ich habe halt nichts, was mich auflädt. Also wenn ich jetzt Energie verliere, massig. Okay, ich sehe meine Energie nicht mehr. Das ist schon mal kacke. So. Ja, gut. Ah, das kann er sammeln. Vielleicht macht er noch was Schönes draus. Perfekt. Sehr gut. Dann gehen wir rein in die Geschichte. Jetzt muss ich natürlich so einsetzen, dass das Dreieck gerade über mir ist, wenn er runterkommt. Oder dann halt da drüben ist. Ah, hat nicht funktioniert, aber ist egal. Wie viel Schaden mache ich mit dem Messer? Okay, ist in Ordnung. Wie viel Schaden mache ich mit den Fliegen? Oh, shit! Ich muss trotzdem weiter aufs... Ich muss böse aufs Ausweichen achten. Ganz wichtig. Er lädt sich zwar schnell auf, aber ich muss böse aufpassen aufs Ausweichen. Ich habe keinen Blick über meine Herzen. Das Scheiße, Mann! Ich habe keinen Schutz. Das ist das Problem. Nein! Wird viel zu oft getroffen. Wurde ich gerade wieder getroffen? Ich hab's nicht aufgepasst. Was? Ich hab den nicht gesehen. Oh, scheiße, Mann. Nicht gedacht, dass ich da erwischt wäre. Ey, ich weiß nicht, wie viele Energie ich noch hab, ne? Oh Gott, es ist so kritisch, das nicht zu wissen. Geht weg mit der Scheiße. Freunde. Nein! Ich kann doch jetzt kaum Energie noch haben. Ich kann doch jetzt echt kaum noch Energie haben. Scheiße. Fuck, ey, ich weiß nicht, wie viele Energie ich noch habe. Das ist jetzt richtiger Mist. Fuck! Weg mit der Scheiße da. Nein! Okay, da lagen jetzt. Okay, durch mein Goodie hat jetzt ein halbes Herz. Nein! Scheiße! Ich wollte gerade sagen, durch mein Goodie hat es ein halbes Herz gedroppt. Krise. Weg hier. Wir hatten ihn ver... Ach Mann, das ist doch scheiße. Oh, ich hasse es so, einen Part zu... Ich hasse es, diesen... Ich hasse es, so einen Part zu beenden. Mit so einem... Weißt du...
eine Stunde gespielt und du hättest es haben können. Und du hast es einfach verkackt. Och, ich hasse es, Parts genau so zu beenden. Ah, jetzt braucht man noch einen Part, mindestens. Oh, man. Aber er ist ein einfacher Charakter. Also, im Endeffekt ist er ein ganz normaler Charakter, der zusätzlich rote Fliegen bekommt. Wow. Aber das... Oh. Ja, was soll ich tun? Was soll ich tun? Oh, ist das scheiße. Ach, das ist doch komplette Scheiße. Na gut, danke fürs Zuschauen und tschüss.